Ihr Protest ist laut und landesweit. Seit Tagen demonstrieren deutsche Bauern gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Im Netz verbreiten sich viele Bilder davon, aber Achtung, einige davon sind fake oder irreführend. So wie hier. Auf TikTok scheint es, als sei die Lage eskaliert. Ein User behauptet, dass die deutsche Polizei mit gezogener Waffe einen Landwirt bedroht. Wirklich? Nein. Das erkennt ihr zunächst einmal an der Uniform. Die beiden neongelben Streifen gibt es in Deutschland so auf den Uniformen nicht, dafür aber bei der Polizei in den Niederlanden. Dieser Spur folgen wir und finden das Video auf niederländischen Webseiten wieder. Tatsächlich wurde es bereits 2022 veröffentlicht und zeigt dort einen Polizeieinsatz gegen Bauernproteste. Nächstes Beispiel. Sind hier wirklich polnische Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Deutschland, um die Proteste zu unterstützen? Das wird in diesem viralen Post behauptet. Eine Bilderrückwärtssuche führt uns zur Antwort. Das Video entstand bereits im Dezember, also vor den aktuellen Protesten in Deutschland. Und es zeigt etwas ganz anderes. Einen Protest von polnischen Lkw-Fahrern in Stettin, die auf die schwierige wirtschaftliche Lage in der Speditionsbranche aufmerksam machen wollten. Die Proteste der deutschen Bauern machen international Schlagzeilen. Und doch gibt es krude Behauptungen wie diese. Diese X-Userin aus Kanada behauptet, das Weltwirtschaftsforum würde jegliche Berichterstattung über die deutschen Bauernproteste zensieren. Falsch. Praktisch alle nationalen und sehr viele internationale Medien berichten ausführlich über die Proteste. In ganz Deutschland sind Bauern auf der Straße und demonstrieren gegen Subventionsstreichung. Die Proteste sind groß und doch versuchen einige im Netz, sie noch größer wirken zu lassen. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Hier sollen Traktorkolonnen von Österreich und Ungarn über die Grenze nach Deutschland fahren. Auf dem Weg nach Berlin, dazu emotionale Musik. Du bist nicht allein, da sind Tausende. Das Video zeigt keine Traktoren aus Österreich und Ungarn, sondern eine Kolonne in Koblenz im Westen Deutschlands. Und dieser Protest fand bereits Ende Dezember statt, wie diese Facebook-Posts zeigen. Social-Media-Feeds prägen maßgeblich unsere Wahrnehmung von Ereignissen wie den Bauernprotesten und sie beeinflussen unsere Meinung. Aber was bedeutet es, wenn einiges davon, was wir sehen, gar nicht echt ist? Diese Bilder zum Beispiel sollen Bauernproteste zeigen oder auf Protesttermine hinweisen. Aber das sind gar keine Fotos, sondern von künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder. Stutzig sollte euch machen, die Bilder sind perfekt inszeniert und zeigen malerische Farben und makellose Menschen. Noch deutlicher wird die Täuschung aber hier. Dieser Mann hat an einer Hand nur vier Finger. Ein typischer Fehler bei KI-Bildern. Ihr habt mehr Fakes gesehen? Dann schreibt es uns per Mail an factchecking@dw.com.